Fahrgastauto Das mit dem. Einzige, was ich vielleicht mal mache, ist, die Fahrgäste zurück anzumeckern. Wenn ich nicht gerade aufnehme. Also das hier mit dem Autos mitnehmen, das war nicht meine Lieblingsstelle. Hier das mit Und diesen wieso? Drempels ist sehr Halli? Hallo? lustig. Hallöle? Danke sehr, Jonas. Du bist mitten in der Aufnahme reingeplatzt. Vielen Dank. Vielen Warum Dank. gibt ihr... Hä? Genau. Jonas, wir Warum sind seid hier ihr nicht mitten in in der Josefs Schule? Aufnahme. Wo steht denn das? Nirgendwo, aber wir sind mitten in der Aufnahme. Nee. Doch. Warum seid ihr nicht im YouTube-Channel? Will er nicht reinkommen? Oder, warte, YouTube-Channel? Habt da ein. Also, du redest jetzt mitten in unseren, mitten in unser Dings rein. Ey, das ist hier langweilig. Da oben wollen die nicht reden. Dafür Hier. können wir doch nichts, wir würden jetzt hier gerne weiter aufnehmen. Entschuldigung. Ja. User left your channel. Warum war mir klar, dass das heute irgendwann passiert? Ja, meine Güte. Aber gut, machst du nix. Wenn der mich jetzt noch anmeckert, weil seine Stimme im Video ist, dann klatscht es was, Alter. Aber kein Beifall. Könnte mir aber glauben. Also tut mir leid jetzt, dass es etwas fehlig jetzt hier ist, aber wir sind halt leider auf dem Teamspeak-Server und wir haben hier keinen eigenen Raum, in dem man uns nicht stören würde. Schmiedgasse. Also man könnte zwar theoretisch einen erstellen, ich weiß aber nicht, ob man das darf. Ich glaube, erstellen können auf jeden Fall, meine ich nur Admins und Supporter. Also ich weiß, dass der Steve sowas kann. Aber inwiefern man das darf hier und so weiter. Also ich glaube, als Normal-User wäre es ja irgendwie komisch, wenn du als Normal-User sowas erstellen könntest. Jedes Mal hier an dieser Kreuzung, die so komisch höhenversetzt ist. Sterbe ich hier gefühlt. Ein fetter Scania. Der will doch jetzt nicht ernsthaft. Achso. Nee, das Auto. Oh. Ich dachte mir gerade so, was wäre denn hier in den engen Wohngassen? Oh, okay. Ja, ein bisschen Herausforderung. Sie verfahren wahrscheinlich. Können die bei uns auch übrigens ganz gut. Also wir haben hier unser Wohngebiet ist direkt neben so einem Art kleinen Industriegebiet, wo sie halt bis ein paar Firmen haben. Und also vornehmlich ausländische Fahrer fahren dann für den Ausfahrt zu früh oder zu spät und dann sind sie plötzlich bei uns im Wohngebiet. Hilfe. Ja, genau. Dann hängen sie da im Wohngebiet und Ihren großen ist wahrscheinlich auch Sattelschlepper. dementsprechend England, oder? Ja. Ah, okay. Also du hast schon so normale Straßen, bestimmt 6 Meter breit. Wenn nicht sogar ein bisschen breiter. Allerdings kannst du nirgendwo wenden. Jetzt musst du halt einmal durchs ganze Wohngebiet und irgendwann hast du halt. Also die Kreuzungen sind super eng. Sind halt nur für Autos ausgelegt. Gut, an einer Kreuzung, da ist halb drumherum gesperrt, weil da fährt einmal am Tag ein Bus durch. Extra für die Grundschüler. Damit die nicht über die Hallo, Ampel ein von Bus der bitte. Hauptstraße müssen. Wow. Weil ist sicherer. Okay. Das ist wie mit Einmal Induktionsherdplatten. normal bitte. Die Kinder müssen es ausprobieren, damit sie es lernen. Weil wenn du jetzt also Induktion funktioniert Ich würde ja, echt eine Fahrkarte wenn da kein kaufen. Topf oder sowas draufsteht, dann geht das ja aus. Ja, genau. Wobei Keine ich mir auch Fahrgastbuchung. nicht so sicher bin. Nee, Bullshit. Natürlich. So, Ich und wollte jetzt gerade irgendwas erzählen, aber ich weiß es nicht mehr. Ja. da sagen ja irgendwie viele Leute, ja, das ist ja kindersicher und so weiter. Ja, nur das Problem ist, wenn sie dann bei Oma sind oder sowas und die mal keine Induktion hat, dann Müllerstraße. denken sich die Kinder so, ja, können wir drauf fassen und dann verbrennen sie sich. Genau. Und Kinder wissen es halt nicht, dass man auf eine Herdplatte nicht unbedingt drauf touchen sollte, teilweise. So, jetzt, das ist hier die Stelle, die ich meinte.
komme auch jedes Mal zu spät. Sag mir nicht, du musst hier rechts. Doch, ich muss hier rechts. Eine Tageskarte bitte. Okay, gut. Man merkt, glaube ich, dass ich die Richtung noch nie gefahren und ein bisschen schockiert bin. Ja, merkt man. So, ich lasse jetzt hier erstmal alles durch, was ich gerade durch möchte. Ich bin hier noch nie rumgekommen, halt mir fest. Also noch nie wirklich so rumgekommen, dass es hier direkt beim ersten Mal mit dem Einschlag klappt. Sowohl mit dem Gelenkbus als auch mit dem Solobus nicht. Und auch heute wird das nichts. Also jetzt schon. Ja, das ist das Einbahnstraßenschild, so. Oh nee, ey, wieder so ein Affenkopf hier. So. Vorwärtsgang rein. Such Nummer 2. Auch nicht. Okay. Gut. Versuch Nummer 3. Nee, ey. Jetzt hänge ich am letzten Poller fest, ey. Das ist doch nicht wahr. Hört jetzt diese Richtung mal mit dem Capacity fahren. Mann, das ist doch nicht wahr. So. Fix gerade ziehen. So weit wie geht. Und rum. Gott, ich war die ganze Zeit gemutet, ich Vogel. Und merk's nicht. Wow. Ja, ich bin mal gespannt, also ich werde die Richtung auch noch fahren. Und aufnehmen wahrscheinlich auch. Da werde ich mir aber auch jemanden dazu holen, vielleicht auch dich mal bei Gelegenheit, wenn es mal wieder klappt. Joa. Und du Lust hast. Und weil ich finde, so eine Stunde voll zu quatschen, das ist extrem schwer. Ne, ich hab's einmal gemacht und dann nie wieder. Hallo. Ja. Und ich hab irgendwie, ja. Ich im Prinzip auch, also. Bei. Doch, Gärten habe ich ja auch gemacht. Vor kurzem erst. Aber das war schon irgendwie zum Ende hin. Man muss sich wirklich das Zeug extrem aus der Nase ziehen. Hm. Weil ich meinen Themen bereitlegen, schön und gut, aber für eine Stunde. Weiß ich dann auch nicht. So, Fahrhaltsgrenze sind wir übrigens gerade. Es also interessiert mich gleich mal, ob die Ansage für Fahrhaltsbusstationen geht. Und ich habe mir die ja angepasst, die Ansage. Aha, so toll bin ich. Also ich habe einfach nur den Namen geändert. Aber ich weiß nicht, ob das so geht. Oder nicht. So. Ja. Du müsstest vielleicht gerade mal 2 Minuten den Alleinunterhalter machen. Ich bin mal kurz AFK. Krieg ich hin. So. Haben wir halt hier den Unterhalter. In dem wir an einer Kreuzung stehen. So. Und warten, bis irgendwer hier bei den Kollegen vor uns reinlässt. Wahrscheinlich nicht passieren. Doof. So, wir sind jetzt hier, wie gesagt, an der Grenze. Das ist halt Grenze. Ich weiß nicht, ich kann dazu nicht viel sagen. Weh, verkeilt euch hier. Weh. Warum wartest du da? Oh, es ist einfach von mir despawned. Doof. Also hier war so Zollkontrolle und so. Was? Achso, ich hatte den Linker schon drin. Oh, wir haben plus 8. Das ist ja scheiße. Ist ja eine Scheiße, so. Links kommen erstmal welche. Warten wir die mal ab. Ah, okay. Gut. Nach dem Golf einfach mal rein.
So. Ja, toll. Sollte man hier ein bisschen was von draußen? Fahrtbusstation. Ah, jetzt geht auch die Ansage, das ist ja schön. Ja, hier fliegt gerade draußen irgendein Hubschrauber lang oder so. Das bitte ich zu entschuldigen. Weil ich habe jetzt hier gerade das Fenster auf. Es ist brühend heiß bei mir. Weil er hat hier die ganze Nacht durchgerendert für nichts. Ich weiß nicht, das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ich schaue da gleich nochmal nach. So, ich bin wieder da. Hey, wuhu. Guck doch. Ich hätte gerne einmal auf die Uhr geschaut, sie sind viel zu spät gekommen. Party, auf die Uhr geschaut? Ja, sie sind viel zu spät gekommen. Sag doch nicht. Ist ja nicht so, als würde da plus 8 auf meinem Kassensystem stehen. Ah, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Ah, das Mirka-Auto. So, ich fahre. Linke Karre da. Da muss man sich so ein bisschen, ja. Selbst die Vorfahrt schaffen. Ach ja. Man kann natürlich auch einfach das machen, was die OMSI-KI machen würde, also die hier so KI-Busse. Und einfach, durch alle durchfahren. Nee, die ganze Zeit auf der normalen Spur fahren und dann kurz vor dem Haltestellenschild voll rechts rüber schlagen. Ach so, ja genau, dass die anderen nicht vorbeikommen. Das ist toll. Mhm. Macht man sich auch weh, den Platz frei da. Oh, meine Güte, Alter. Ja. Wir sind gleich da. So, St. Josef Kerk. Piep, piep, piep. Oder piep, oder was das, was die Tür da gerade auch immer gemacht hat. Keine Ahnung. Ich glaube 5-6 Haltestellen haben wir noch, oder? Nicht mehr so viel. Ich glaube nur noch 3 oder so. Echt? Ich weiß nicht. Ich habe einen Menschen angefangen, dass er lüge. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4. Also 3 okay. Haltestellen und die vierte ist dann unser Endpunkt. Ja, ich sehe halt nicht passiert. Allzu viel auf dem Ibis. Hallo. Oh nee. Jetzt fängt mein Trailer an zu wippen. Moment. Ist das das Problem, was James meinte? Schon in dem Video? Oder das sein? Ich weiß es oder nicht. Ist hier gerade irgendwo was Unsichtbares? Nee, das ist nicht das Problem. Mein Trailer wippt nur gerade weg. Ja gut, aber das hat ja auch irgendeine Ursache. Ja. Ich würde sagen, wir starten einmal OMSI neu. Wir sehen uns gleich. So. Da sind wir wieder. Wir stehen jetzt mittlerweile hier in dieser Halterbucht. Vor dieser Einfahrt. Ich habe den Fahrplan einmal beendet. Bus, umgespawnt. Ist die Parkbombe aktiv oder was? Ja, jetzt ist gar kein Gang dran, meine Güte. Oh, Hilfe. Bonner Kennzeichen. Plus. Warum ist jetzt der Dings, der Haltewunsch aktiv? Da? Weil da imaginäre Leute mitfahren, aussteigen wollen. So. Ist gelöscht, der alte Wunsch. Ich hoffe, dass mir jetzt hier keiner in die Karre läuft. Nein, tut er nicht. Okay. So. Ich habe es mittlerweile auch hinbekommen, mein Fenster zu schließen. Uhu. Jetzt kann man keine Hubschraubergeräusche mehr hören. Habe ich vorhin einen Hubschrauber. Hier in der Nähe. Ist super. Ja, top. Müsste dem eigentlich hinterher rühren, fliegt mal woanders hin, ich nehme hier gerade auf oder so. Ich glaube, der wird hier persönlich landen. Ist doch für mich. So, jetzt habe ich keine Ahnung, ob noch jemand mitfährt. Oder nicht. Wenn nicht, kommt es auf die letzten 3 Haltestellen auch nicht an. Ja. Wie lange Akt?
Die lange Acker. Ja. Alter, das ist es super. Die lange Acker, Alter. Oh. Moment. Sie bin ich hier komisch rum. Fehler. 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 Hier hat man das Terrain nicht richtig angepasst. Was mit dem einfachen Haken beim Szenerieobjekt zwar geht, aber. Okay, ich bin zwar Mapbauer, aber nicht der Mapbauer von Aachen. Ich würde. Wozu blinkst du denn links, du Vollidiot? Du blinkst links, um mir fast vor die Karre zu fahren, so. Nein. Okay, gut. Rollen wir halt wieder runter. Weil die Karre hier nicht aus dem Knick kommt. Hört jetzt noch nicht. Du hast noch nicht. Gut. Jetzt kommt ja auch noch die Pazilei an. Kollege, du hast ja aber nichts zu sagen, ne? Das ist, damit dir das bewusst ist. Macht hier Aushilfskontrollgang. Die lange Acker. Hier sind doch noch ein paar Leute. Morgen. Wo kommen die ganzen Leute ja kurz vor Schluss? Ich weiß es nicht. Wollten sie auch noch mal drüber kaputt lachen oder so. So, Tageskarte. Lauffaul, die wollen die paar Meter nicht. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Bist du jetzt ernsthaft hinten eingestiegen, damit du nach vorne rennst? Blöde Kuh. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ich möchte hier gerne mal fertig werden. Einmal normal. Ach Quatsch, wir sind bestimmt erst seit 2 Stunden dran. Wie spät haben wir jetzt? 15 Uhr. Ach du Vaterland. Ja, ja. Doch. 2 Stunden. Wann haben wir angefangen? Um 1, glaube ich, ungefähr. Ja, 1, 2. Um. Ja, bestimmt schon 1,5 Stunden, wenn nicht sogar länger. Ich denke eher tatsächlich länger. Straße ist ja auch nicht gerade breit. Oh, ja. Es ist auch die falsche Straße, in die ich reinfahre. Korenstraat. Ah. Weißt du, jetzt verfahre ich mich auch noch zum Schluss, zum Schluss. Das ist nicht wahr. Kann man denn etwas zu hohe Ton raus? Das wäre egal. Ich kann das mit dem Bus fahren. Halt mir das mal fest. Ich habe das gestern auch gemacht, da bin ich Fiction Stettin für mich selbst gefahren, also quasi offscreen. Und habe ich mich dann auch verfahren. Bin ich auch mit dem Kawasaki gefahren. War super. Würde mich hier direkt an der ersten Kreuzung verfahren. Ich habe überhaupt keinen Plan, wo es lang geht. Ohne Pfeile. So, hier vorne müssen wir, glaube ich, hoch. Wir müssen irgendwo durch eine enge Gasse hoch, das wusste ich noch, aber. Ja, doch, die hier. Stimmt mit dem Fahrradschild davor. Ist mir jetzt egal, wie man mein Lenkrad hören kann oder nicht. Ich will jetzt nur noch fertig werden. Weil das geht einem dann doch irgendwann dezent auf die Nerven. Ja, wobei es hält sich relativ in Grenzen. Also so schlimm hat man es nicht. Ja gut, also, mit den ganzen Abstürzen und so weiter. Und im Neustadt haben wir sicherlich eine Stunde gebraucht, von Fuchserde bis zum Bushof. Alleine. Ja, das glaube ich auch. Ach, plus 10 sogar schon. Also in Hannover würdest du jetzt so eine Meldung bekommen, aus so einem Screen wie beim Anfang kommt, also so, wo dann halt bitte abfahren draufsteht. Allerdings würde dann da drauf stehen, Verspätung. Ach so, wenn auf meinem E-Mails plus 10 drauf steht, dann habe ich Verspätung. Das ist ja schön zu wissen. Ja, es ist. False Flats. False Flats. Flat Screen. So, wir sind da. Yeah. Letzten paar Meter.
sind endlich angekommen. Buhu. Ja, hab's. Oh, Party. Wow. Noch 10 Minuten und 3 Sekunden zu spät. Ich krieg die Ketze. So. Ach ja, kommt vor. Vor 7 Minuten hättest du da fahren müssen. Ja. So, ich will jetzt nur Asiak, weil Asiak der gute Einstieg, das ist mir zu viel rumgeschleime hier. Von wegen, so zu viel Eigenlob. Achso, Mutter hat dich schon ausgemacht. Ups. Ja, gut, einsteigen so. Kommt hin. Ob man auch heile wieder rauskommt, ist die andere Frage. Dann machen wir hier noch Elektrik aus. Und dann schert da sowieso nichts. Wir haben es geschafft. Endlich, nach 100 gefühlten 1000 Jahren. Ich stelle mich immer so auf die Straße oder so. Und yay, so. Damit sage ich tschüss von meiner Seite aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Und der Niklas hat das letzte Wort. Ja, tschüss.